Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Servus Leute, hier ist der Mike von Project Archangel. Ich bin auf der IWA 2024 für Low Ready Magazine, dem Community Magazine für eine moderne Gun Culture made in Europe. Ich bin hier am Stand von operative Fähigkeiten mit dem Mike. Mike, ihr wart ja auf der EnforceTech schon. Ganz genau. Ihr habt da das EnforceTech Village mitgemacht. Yes. Wie lief das von deiner Sicht her? Also EnforceTech Village war für uns natürlich einerseits eine super Möglichkeit, das zu zeigen, was wir auch alles können. Mhm. Also quasi das taktische Arbeiten, was unser Schwerpunkt auch ist. Aber andererseits war es natürlich auch super, um mit den ganzen Herstellern in Kontakt zu geraten, weil das war ja auch der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt lag ja ganz klar dabei, dass die Hersteller ihre Produkte zeigen können, und zwar in Action. Ja. Und was ist da besser, wenn man jetzt, sag ich mal, die Produkte Leuten in die Hand drückt, die halt damit arbeiten können, genau, und die das dann auch in einem schönen taktischen Zusammenhang auch zeigen können. Ja. Ihr unterrichtet ja diverse Sachen. Ja? Die, die euch kennen, wissen ja schon so ein bisschen, was ihr macht. Ja. Aber was ist denn neu dieses Jahr? Was habt ihr neu dazu bekommen? Natürlich unsere Kurse im Taktikbereich, im Schwerpunkt für Behörden und Behördenmitglieder. Unser Technikbereich, wo wir jetzt Schießkurse geben, wo auch beispielsweise Sportschützen oder Jäger teilnehmen können. Was jetzt neu dazugekommen ist, was du jetzt sagst, man sieht es schon hier hinter uns ein bisschen, ein paar neue Materialien. Wir haben einmal natürlich hier im unteren Bereich unsere Drohnen, gerade im urbanen Bereich oder allgemein im operativen Anwendungsbereich. Die Drohnen sind ja nicht mehr die Zukunft, ist ja jetzt gerade die Gegenwart. Ja, absolut. Ja, genau. Deswegen sind wir da natürlich auch voll mit drin und arbeiten immer weiter, was die Technik auch angeht. Und gerade wenn ich auch weiß, wie ich damit arbeiten kann, weiß ich auch irgendwann, wie ich das verteidigen kann, sowas. Mhm. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Wir arbeiten sehr viel mittlerweile auch mit ballistischen Schilden. Okay. Das ist auch ein großer Bestandteil. Natürlich, es ist nicht alles darauf ausgelegt, mit solchen Sachen zu arbeiten. Ja, das heißt, wir arbeiten natürlich die Grundfertigkeiten ab. Ab einem gewissen Ausbildungsstand kann man die Sachen aber dann natürlich mit hinzufügen. Mhm. Ja. Und wie unser guter Kamerad schon drauf hat, natürlich Nachtsee. Ja. Das ist auch ein großer Punkt, was auch bei uns jetzt neu mit dazukommt. Aha. Und das heißt, in der Taktikwelt, sag ich mal, gehen wir immer mehr auch in die technische Welt mit rein. Ganz wichtige Sache noch bei euch, ihr habt ja ein eigenes Trainingszentrum. Ja. Und da kann man eben solche Sachen auch ganz gut machen. Ja, vielleicht schauen wir uns das einfach mal kurz am Modell an. Sehr gerne. Vielleicht kannst du mal ganz kurz, wir haben ja hier ein schönes Modell von eurer praktisch Raumkampfanlage. Ja. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was ihr da alles habt und was ihr da so macht. Ja, also hier seht ihr quasi ein Originalmodell von unserem urbanen Trainingsbereich, so nennen wir das Ganze. Zweistöckig, wir haben mehrere verschiedene Entry Points, wir haben variable Wände, variable Türen, das heißt, wir können da wirklich sehr viele Trainingsszenarien sehr einfach stellen, was ja auch ab einem gewissen Ausbildungsstand auch sehr, sehr wichtig ist, dass man einfach variieren kann. Das Ganze ist 24/7 nachtkampffähig, das heißt, wir können einfach die Türen zumachen und dann ist das Teil stockfinster. Dann können wir da drin wirklich super mit Nachtsehgeräten arbeiten, wir können da drin mit Drohnen arbeiten, aber wie gesagt, halt auch einfach die grundlegenden Sachen auch erstmal trainieren. Das heißt, die einfach sagen, wie arbeite ich überhaupt im Raum, wie arbeite ich mit Drohnen im Raum ab, kann man sehr, sehr gut variieren. Das ist jetzt einer oder sag ich mal fast unser Herzstück von unserem Ausbildungszentrum, aber halt nur ein kleiner Bereich davon trotzdem. Wir haben noch mehrere Bereiche, unter anderem den großen Industrietrainingsbereich. Der Unterschied ist hier Schwerpunkt Modularität. Ja. Der Industrietrainingsbereich, da ist wenig Modularität, dafür reale Trainingsstruktur. Das heißt, da habe ich wirklich Betonwände überall, da habe ich Betontüren, da habe ich irgendwelche großen Lagerhallen. Ja, ja. Kann ich wenig variieren, aber dafür habe ich das 100% reale Feeling, wenn ich daran arbeite. Und das ist halt der Unterschied. Und deswegen wollen wir auch beides haben. Wir wollen halt beides dann irgendwann kombinieren. Falls euch irgendwas davon interessiert, ja, wie immer verlinken wir natürlich unten die Website von Operative Fähigkeiten. Schaut da auf jeden Fall mal drauf. Wenn ihr euch für europäische Gun-Kultur interessiert, dann geht auf unser Magazin Low Ready Magazine. Ja? Das ist ein Community Magazine, das heißt, die Community ist auch eingeladen, dort mitzuhelfen, Beiträge mitzuschreiben für Fachbereiche, in denen sie kompetent sind. Der Moritz hat schon einen Artikel hochgeladen, in dem er genau beschrieben wird, wer da mitmachen kann und was man da machen muss. Also falls euch interessiert, haut mal in die Website rein und lest euch das Ding durch. Ansonsten, danke fürs Interview. Ich danke dir, Mike. Wir sehen uns wieder. Ja. Hau rein und wir sind raus.